So, jetzt sind wir da. Jetzt was reparieren wir denn? Wo ist das denn? Reparieren. Reparieren. Alles reparieren. Reparieren. Leb wohl. Bis dann. Wenn ich groß bin, werde ich ein Junge. Nicht so schnell, Plätze. Heya! Was ist denn da los? Faustkampf. Naja, dann kämpft mal weiter. Wir reiten mal weiter. Wir können eigentlich mal auf der Karte gucken. Lookin' looky auf die Karte. Ganz schön weit weg. Ich glaube, da unten ist das Mittelhain. Na dann, let's go. Reiten wir im Regen. Banditen schon wieder. Ich hasse Banditen. Wenn ich was hasse, sind es Banditen auf Pferde. Reit doch einfach weiter, lass mich in Ruhe. Und hinten wahrscheinlich gerade so ein ganzes Nest von Banditen. Warum zeigen mir die Punkte woanders denn, als wo ich jetzt hinreite? So, ja, jetzt geht's. Ich wollte die den anderen Weg nehmen. Mittelhain! Neues Anschlagbrett. Neue Markierung, Mittelhain. Ja, alles klar, gut. Na dann, Leute befragen. Halt. Über die Hexe. Wo ist die fucking Hexe? Wo ist die Hexe? Um den Krähenfels solltest du einen großen Bogen machen. Nur war ich schon drin. Mögen die Götter dich schützen. Naja, wenn du meinst. Willst du irgendjemand belauschen oder was? Macht dann der da? Eins, zwei, drei. Die alte Hexe kommt vorbei. Was willst du? Wachsenpilze. Für eine Suppe reichen sie. Warum so eilig? Macht der? Die Jungen? Mama könnten. Sagt, wir sollen nicht mit Fremden reden. Nee, nee. Nee, nee. Dann nicht. Nee, wir sammeln Schnecken. Wir sammeln Schnecken. Kann mir hier denn keiner was über die Hexen sagen? Die Hexe? Hexe, Hexe, Hexe? Den Wurzeln bekomme ich Bauchschmerzen. Guck mal, die zwei Drahtstanden vielleicht. Also, willst du ihn einwickeln? Hat die Hexe dir Liebschaften gegeben? Ja, das hat sie. Wollte auch nicht viel dafür haben. Vielleicht sollte ich sie aufsuchen. Wie kommt man hin? Der Pfad zum Teich. Folge ihm bis zu einem einzelnen Felsen. Den musst du umrunden, dann nach rechts ab vom Weg in den Wald. Ab da geradeaus. Wenn du an einem verlassenen Karren vorbeikommst, bist du richtig. Jetzt sollte ich die Hexe finden können. Okay. Finde den Teich beim Dorf. Da ist der Teich. Beim Teich soll ein großer Findling. Am Teich ein großer Findling, also der da vorne. Moment. Plötzlich bist du des Wahnsinns, stehst du auf der anderen Seite. Komm her. Weh, ich muss schwimmen, nur wegen dir. So, großer Findling, dann nach rechts oder was? Da ist der Felsbrocken. Jetzt nach rechts und weiter genau. Bis zum Wagen. Na toll, danke. Hier irgendwo muss die Hexenhütte sein. Ja, weit weg ist die ja nicht vom Dorf. Hätten wir vielleicht auch so finden können. Gute Frau, die Kuh schnauft und steht schon nicht mehr auf. Der Eiter strömt ihr aus dem Maul. Sehe ich etwa aus wie eine Melkmagd? Nein, aber du weißt doch so viel.
Das ist unsere letzte Kuh. Andere gibt's im Dorf nicht mehr. Die anderen sind verhungert oder mit den Soldaten verschwunden. Ohne sie sind wir praktisch tot. Ich gebe dir ein paar Kräuter. Misch sie mit Quellwasser, das um Mitternacht geschöpft wurde, und lass die Kuh davon trinken. Aber zuerst mistest du den Stall aus. Gründlich. Ist das klar? Vielen Dank, gute Frau. Tausend Dank. Schon gut. Genug jetzt. Mir reicht's für heute. Geht! Rede mit der Hexe in der Hütte. Schlechte Laune. Wir kommen lieber morgen wieder. Pass auf, was du sagst. Sie ist aufbrausend und rachsüchtig. Ich kann nicht an zwei Orten gleichzeitig sein. Das Weib ist außer sich. Braucht einen Kerl. Das Weib ist außer sich. Braucht einen Kerl. Okay. Ist jemand zu Hause? Ich such die Hütte mit deiner Hexe. Mit Hilfe deiner Hexe, ne? Gewöhnliche Salbe. Nichts Besonderes. Okay, gewöhnliche Salbe. Ein Brief. Rezept für schwarzen Kajal. Wo ist sie denn hin? Eine Falltür? Eine ordentliche Bibliothek hat sie da zusammengetragen. Da ist eine Tür, da ist ein Pentagramm. Ja, dann wohl darunter, ne? Brot, leckeres Brot. Manuskript, Gift der Erhängung. Wenn ich das jetzt richtig gelesen habe. Ja, wo geht's weiter? Scheinbar nicht hier unten. Hä? Ein Totenschädel? Mächtige Aura. Muss eine Art Artefakt sein, oder? Oder? Hierhin ist sie also verschwunden. Oder ein Portal. Na dann. Hüpf! Quest aktualisiert, Hexenjagd. Und wir speichern erstmal. So, so. Nett hier. Ich hab mich schon gefragt, wie lange du noch brauchst, Geralt. Ich bin oben. Nur herein. Hase! Okay, dann kann ich nichts tun. Ich dachte jetzt ein leckeres Hasenfleisch. Schnitzel, Steak, Rippchen. Finde die Hexe. Naja, wo ist denn die Hexe? Sei gegrüßt, Hexe. Die badet. Hast was vergessen? Wo? Hoffentlich bist du nicht zum Gaffen da. Nein. Zum Reden. Dreh dich um und warte. Keira Metz im Herzen von Velen. Ich dachte, du kannst das Landleben nicht ausstehen. Ich kann dir versichern, jetzt noch weniger als je zuvor. Hab erfahren, dass in der Gegend eine Hexe lebt. Hätte nie vermutet, König Voltests frühere Beraterin hier zu finden. Bin ich froh, dass die Welt dich noch überraschen kann. Ich beneide dich um diese Naivität, die sonst nur Kindern, fahrenden Rittern und Schwachköpfen vorbehalten ist. Da ist wohl jemand ziemlich gereizt. Begrüßt man denn so einen alten Freund? Ich hab dich doch mit einem hübschen Anblick begrüßt. Jetzt sag mir, warum du hier bist. Ja, ich suche nach einer gewissen jungen Dame.
Gibt es Neuigkeiten von deinen Schwestern aus der Loge? Nein. Heutzutage dürfen wir nicht viel über die anderen wissen. Ist sicherer so. Habt ihr nicht mal versucht, Kontakt aufzunehmen? Ich wollte es. Viele Male. Aber ich kann nie mit Sicherheit wissen, wer mir antwortet. Oder zuhört. Okay. Ich wette, du kannst dir die Frage denken. Was machst du hier? Lass mich nachdenken. Das Landleben genießen? Die schöne Landschaft bewundern? Oder das uralte Bündnis zwischen der Stadt und ihren Kornkammern fördern? Nein. Ich verstecke mich, Geralt. Merkst du nicht, wie es um die Welt bestellt ist? Siehst du nicht, was passiert? Du meinst die Verfolgung der Magier? Genau das meine ich. Radovids neuer Zeitvertreib, jeden zu verfolgen, der auch nur einen Hauch von Magie besitzt. Hexenjäger, schon gehört? Mörder, die den ganzen Norden durchstreifen, Bücher verbrennen, Wahrsager aufknüpfen, Kräuterkundler foltern. Zu einem anderen Thema. Ich suche nach einer gewissen jungen Dame. Ach, wirklich? Nach wem? Angeblich hat sie sich mit einer Hexe vor Ort gestritten. Da hat ja jemand einen Bären aufgebunden. Die Mädchen hier würden es nie wagen, sich mit mir zu streiten. Sie ist nicht von hier. Du führst was im Schilde, Geralt. Wenn ich dir helfen soll, musst du mir sagen, was los ist. Wen suchst du? Ciri. Ciri? Tja, dann verstehe ich die Geheimniskrämerei. Ganz zu schweigen vom Grübeln und dem finsteren Ausdruck. Und du sagst, dass sie ein Problem mit einer Hexe hatte. Du hast sie also nicht gesehen? Ganz bestimmt nicht. Aber jemand hat mich nach einer aschblonden Frau gefragt. Er hat betont, dass sie sich von den Bauern hier unterscheiden soll. Okay. Wer hat dich das gefragt? Wer war das? Nicht so schnell, Geralt. Keine Bitte? Keine milde Gabe für eine Hexe? Meine immerwährende Dankbarkeit. Reicht das? Das ist nicht zu verachten. Aber du gerätst gerne in Schwierigkeiten. Ich sollte wohl lieber etwas verlangen, das du mir sofort geben kannst. Ach, verdammt. Schau mich nicht so an. Ich weiß, dass wir von Ciri reden. Es war ein Elf. Der nach Cirilla gefragt hat. Kein räudiger Skoyatel-Chaot, sondern ein Elfenmagier. Ah ja, ein Elfenmagier. Was hatte denn ein Elfenmagier in Velen zu tun? Nun, ich habe ihn natürlich alles Mögliche gefragt. Natürlich. Aber du weißt ja, wie Elfen sind. Er hat viel mehr Fragen gestellt als beantwortet. Hat er dir seinen Namen gesagt? Nein, hat er nicht. Und er trug eine Maske. Sehr geheimniskrämerisch, Abil mir. Er war intelligent und wusste sich zu benehmen. Hat er gesagt, was er von Ciri wollte? Nur, dass sie sich in Velen treffen wollten. Er wollte wissen, ob sie vor ihm angekommen war. Vor ihm angekommen war? Hat er eine Nachricht für sie hinterlassen? Nein, aber er wollte, dass ich sie zu ihm führe, wenn ich sie treffen sollte. Du weißt also, wo er zu finden ist? Ja. Er sagte, er hätte in irgendwelchen Elfenruinen beim Dorf Mittelhain einen Unterschlupf gefunden. Ich gehe mit dir hin. Warum? Meinst du, alleine finde ich es nicht? Ich habe mit dem Elf noch eine Rechnung offen. Er hat mir etwas versprochen, was er mir nicht gegeben hat. Außerdem weiß ich, dass du denkst wie ich, dass sie dort sein könnte. Und ich würde Cirilla auch gerne sehen. Brechen wir auf. Ja, los geht's. Na dann, brechen wir auf. Da wären wir. Warst du schon mal hier? Nein. Ich hatte gehofft, der Elf würde zurückkehren, wie er versprochen hat. Oder wenigstens sein Mündel. Ich habe jedenfalls keine Ahnung, was ich von diesem Ort erwarten soll. Nun, finden wir es raus.